So, dann kannst du mal weitergehen. Puh. Das war gerade schon heftig, ne? Heftig, deftiger Splatter. Heftig, heftig, deftig. Puh. War ja doch noch ein paar mehr am Leben. Mit Betonung auf wahr. Preterito. Preterito. Muss ich dafür jetzt zurück? Scheinbar, glaube ich. Oh, jetzt fällt ja schon wieder alles auseinander, ne? Alles auseinander. Wobei, komm ich. Oder? Nö, muss aber doch da vorne lang. Supi. Supi, sage ich dazu. Supi. Dann auch so aus dem Arsch. No. Weil geht es schneller, wenn ich irgendwie stehen bleibe? Ne, ne? Runterklettern. Runterklettern vor allem. Der läuft! Der läuft. Ein bisschen Hinter-Action. Aber ich bin gerade gestorben. Ich glaube, ich bin tatsächlich gerade gestorben. Ich darf mich, glaube ich, damit von dem Auge nicht sehen lassen, oder? Okay, wissen wir schon mal Bescheid. And now we know. Bring! Oh, oh, duck dich! Sieh mich nicht, sieh mich nicht! Okay, jetzt weiter, irgendwie, glaube ich. Da hoch! Alter! Alter! Oh wow. Oh wow. Fuck you. Na 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 na. Fuck you. Bin einfach festgebackt. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh. Nein. Hör, zurück. Tod durch Bug. Yeah, it happens. It happens at some point. Oh, das war vielleicht zu früh. Oh! Duck dich! Duck dich! Oh! Oh! Ich muss auf Klo. Okay. Run, boy, run! Oh, what? So haben wir aber nicht gewettet. Oh. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr das? Was war das hier? I. Schlüssel. Und tschüss. Autsch. Oder auch nicht. Aber mein. Mitnehmen. Muss ein bisschen das Auge im Blick behalten, ja? Klingt. Oh, 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 oh. Oh, oh! Nein! Nein! Ja, ist okay, komm. Mach hinter Action. Da bin ich ja gerade echt schon froh, dass wir gerade nicht in dem Modus drin sind, wo so Permatod ist, ja? Das heißt, einmal sterben und dann musst du alles von neu machen. Das wäre ja mal richtig kacke, oder? Das wäre ja mal richtig kacke. Aber hier dürft's mich in der Theorie. Hey! Nicht sehen! Hey! Mach dich ab, du doofes Auge. So, jetzt.
hier irgendwie. Wo muss ich denn jetzt hier im besten Fall lang? Von hier kam ich ja. Ich glaube, ich muss da runter irgendwo. Moment. Hey! Hey! Oh. Irgendwie rüber oder sowas? Muss da wahrscheinlich hin. Hier! Huh. Da wo Schatten ist, ist gut. Schatten ist super. Hier kann ich verweilen, Freunde. Hier kann mich da auch nichts anhaben. Nothing. I tell you. So, jetzt muss ich nur einmal weggehen da. So, perfekt. Jetzt zügig, hurtig, hurz. Mach hoch. Jetzt aber zügig, Freund. Okay, wo zum Teufel ist der hin? Das frage ich mich auch. Was haben wir hier Schönes hinter? Nichts? Und zurück kann ich wahrscheinlich auch nicht. Okay. Okay. Aber Brightside, wir haben zumindest wieder eine Statue gefunden. Und ein Spiegel. Und ein Spiegel. Hier haben wir nochmal rotes Gel. Und wir haben eigentlich 11.000. Nicht mal so wenig, ne? Gar nicht mal so wenig. Guck nochmal. Kann ich hier noch was verbessern? Warte mal, die kann ich jetzt auf richtig krass machen, oder? Dann nochmal 15% mehr. Let's do it. Also die haut dann definitiv die normalen Zombies locker easy peasy weg. Aber so heftig locker easy peasy. You wouldn't fucking believe that. You wouldn't fucking believe. Ah, dankeschön. Dankeschön. Habe ich da vergessen. Hat wahrscheinlich vorhin bei der Dia noch hingelegt, ne? Wobei, wir könnten ja da auch nochmal kurz einmal schauen. Wir haben einen neuen Schlüssel. A new key. Maybe there's something. Detective Castellanos. Ja, das meine ich. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, likewise. Gut, erst da gucken. Schauen wir uns das mal an. Okay. Okay. Kann ich das mitnehmen? 2 zumindest. Ja, besser als nichts. So, was können wir hier noch Schönes machen? Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Na. Na. Das hier wäre natürlich nur mal interessant, ne? Zweite Chance. Wir haben jetzt 2 Sachen geskillt und zwar... Oh, nein! 2 Sachen geskillt und zwar... Hier, einmal trotz. Das heißt, es war im Prinzip Überleben, obwohl wir eigentlich hätten sterben müssen. Und da hätten wir nochmal das hier. Die Frage ist bloß, was dann zuerst kommen würde. Zuerst kommt dann zweite Chance oder Dingens. Aber automatisch so eine Spritze verwenden... Ist ja bestimmt nicht verkehrt, ne? Bestimmt nicht verkehrt. Hier hat man noch ein bisschen mehr Heilung. Gesundheit. Kostet 12.000. Da hat man nochmal 25% mehr Leben. Oder hier nochmal 10% mehr Heilung. Würde ich sagen, nehmen wir das mit, oder? Was hat man hier nochmal? Kostet auch 7.000. Ich glaube sogar, dass das gar nicht mal so verkehrt ist. Wir nehmen das mal mit. Das heißt, wir können besser Gegner umgehen. Im besten Fall. Ja, noch viel weniger Geräusche, sodass Gegner sehr viel langsamer Verdacht schöpfen. Also das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Sonst haben wir eh nichts mehr.
Jetzt haben wir nichts mehr. Gar nichts mehr. So, wir speichern nochmal. Kapitel 8, die Premiere. So, ich bin kurz einmal auf Klo. Ich bin gleich wieder für euch da. Ich stelle mich zur Katze, dann könnt ihr noch ein bisschen die Katze begutachten. Ja, und sagen, wie süß sie ist. Und ich sag mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Da wird Chris direkt bestraft. Die Katze fühlt sich angeglotzt und wird sauer, weil sie nicht streichelt. Bitte beruhigen Sie sich. Ist sie gerade sauer geworden? Guckt immer schon so. Guckt immer schon so. Und Dankeschön. Gibt immer wieder sehr komische Easter Eggs in Horror Games und gerade dann, wenn man das nicht erwartet, und bei der Katze wäre es eben perfekt. Ja. Irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. So, aber es kann wieder weitergehen. Ich hoffe, ihr seht und hört mich wieder alle. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle aus der Pipi-Pause gut wieder zurückgekommen. Würde ich sagen, geht's mal weiter. Puh. And we're back in business. I hope. Musik ist gerade noch so heftig wieder spannend, ne? Das ist ein bisschen... So ein aufgerissenes Auge. Macht das jetzt nicht entspannter, muss ich sagen. Mhm. Oh, die Szenerie kennen wir doch schon hier. Die Szenerie kennen wir doch ganz am Anfang. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinierend. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte. Die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Okay. Mr. Heisenberg. Oh, da hinten, wo ich jetzt gerade... Ja, wir sind schon rot vor Wut, ja. Da gab es aber gerade keinen Kaffeeautomaten, ne, den ich irgendwie übersehen habe, ne? Wäre jetzt ein bisschen echt doof gewesen. Laufen einfach mal durch, oder? Der will mich ja scheinbar nicht töten. Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich kann gleich mal zeigen, was ich drunter habe, yo. Was sonst ist da nichts? Nothing? Nothing.
Sebastian Castellanos. Grüße. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Zwecklos, sich vor etwas zu verstecken, das du nicht siehst. Aber klingt doch. Holy shit. Weg. Wobei, könntest du einfach hiermit machen. Das wirst du bereuen. Ja, tat weh, oder? Das muss richtig weh getan haben. Es gibt keinen Kampf. Na, tat ein bisschen weh, oder? Das reicht mir jetzt. Stirb jetzt! Endlich! Nö. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Ey, das ist Cheaten. Muss ich jetzt das Viech da oben verpassen? Alles muss man selber machen. Autsch. Flucht ist zwecklos. Ist das so? Komposition. Sieht interessant aus. Du bezahlst! Immer schöne Kopjes rein. Nause. Holy shit, das war gut! Tat das gut. Oh. Diggity dong. Das ging in den Kopf. Ja? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Nee. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Oh, tut mir ein bisschen leid. Das war zu einfach für den Pala. Yeah, just a little. Ja, und der Egen mit dem Degen. Und hier, wunderschön. Guten Tag. Veritas. Ach, da haben wir auch schon wieder Veritas draufstehen. Hör ein und letztes Foto. Lilly! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa! Nein, bist du nicht. Papa ist tot. Nein. Ich bin noch hier. And she's gone. Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lilly, bitte. Ich... Komm raus, Lilly. Du musst dich nicht verstecken. Oh, who's that? Ist das etwa... Rovik? Nee, das müsste Leslie sein, oder? Diesmal. Ist auch ein Mädel? Komm zu Mama. Ah, es ist ein Mädel! Ich beschütze dich. Ist das... Myra. Oh, Myra. Verschwinde. Du kriegst sie nicht. Oh.
Ich habe nur Probleme mit den Frauen, ja? Mit meiner Freundin habe ich Probleme, mit meiner Ehefrau habe ich Probleme. Ich weiß gar nicht warum. Der hat aber irgendwie große Zigaretten in seinem Aschenbecher. Könnte das Problem bei dir liegen? Nee. Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Verdammt. Kapitel 9. Ein anderes Übel. So. Kriegen wir was Neues hier? Nö. Teamsanitäterin und Überwachung. Psychologisches Profiling. Na gut, das wissen wir ja schon. Ansonsten nur 3 am Leben, ne, von dem Team. Oh, und was bei ihm? Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Aber da stand auf seiner Kamera stand auch Veritas drauf, ähnlich wie auf diesem großen Auge, ne? Die Wahrheit. Dossier über Stefano Valentini. Name Stefano Valentini, Geburtsdatum 22.12.1985, Geburtsort Florenz, Italien, derzeitiger Wohnort Crimson City, Beruf Künstler. Mobius Profile betrifft STEM-Kandidatennummer 10.045. Name Stefano Valentini. Sind aber auch schon recht viele da drin. Union braucht für die Simulation eines real wirkenden Szenarios kreative Persönlichkeiten. Obwohl Kandidat Nummer 10.045 leicht egozentrische Neigungen aufweist, können sie eher seiner künstlerischen Tätigkeit zugeschrieben werden als einer psychischen Störung. Die Überprüfung seines Hintergrunds hat ergeben, dass es keine lebenden Angehörigen gibt, die wegen seines Verschwindens Bedenken haben könnten. Das Einstellungsgremium empfiehlt Kandidat Nummer 10.045 für die Aufnahme in den STEM. Haben sehr gut gemacht. Krasse Dudes. Ausschnitt aus der Crimson Post. Ja, aber ist das Kunst? Von Susan Fee. 13. Januar 2015, Crimson City. Empörung, Abscheu, Entrüstung. Dies sind nur einige der Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Solo-Performance des Künstlers Stefano Valentini in der Crimson City Galerie. Meine Reaktion war nicht minder heftig, jedoch aus einem vollkommen anderen Grund. Obwohl sich Valentini ganz klar als Provokateur sieht, sehe ich nur einen mäßig begabten Künstler, der versucht, durch seine simplen Sichtweisen Kontroversen hervorzurufen. Den weiblichen Körper auf eine Ansammlung sexualisierter Teile zu reduzieren, kann dann in Ordnung sein, wenn es aus den richtigen Gründen erfolgt und die Verdringlichung der Frau durch die Gesellschaft herausgestellt werden soll. Valentini scheint sich jedoch damit zufrieden zu geben, ausschließlich zu Zwecken eines gewissen Kitzels im Grotesken zu schwelgen. Auch das. Hallo? Zeitungsartikel F. Was ist für Sie an diesem Foto bedeutsam? Frage und dann Antwort. Okay. Das war mein letztes Bild als Kriegsfotograf. Die Aufnahme hat mich fast das Leben gekostet. Andererseits war es verantwortlich für meine kreative Wiedergeburt. Es hat mir die Augen für die Tatsachen geöffnet, dass völligem Schrecken auch eine gewisse Schönheit innewohnen kann.
Auge öffnen, Veritas, Wahrheit sehen, vielleicht deswegen die Bezeichnung von diesem Auge, von diesem sehenden Auge und der Kamera. Vielleicht werde ich nie wieder ein Foto mit einer derartigen Bedeutung schießen. Frage, Sie haben erwähnt, dass es Sie fast das Leben gekostet hat. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Also Ihnen ist doch bestimmt mein Auge aufgefallen. Natürlich ist es das, Ein kleines Splitter konnten die Ärzte nicht entfernen. Sie meinten, es wäre ein Wunder, dass es nicht in mein Hirn eingedrungen ist. Manchmal tut es noch weh, aber das ist mir egal. Ganz im Gegenteil. Der Schmerz hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Die Schönheit des Lebens und das Leiden, die Grundlagen meiner Kunst. Wissen wir da schon mal Bescheid, mein Freund? Wissen wir da schon mal Bescheid? Gut, ansonsten haben wir hier nichts Großartiges. Wir gehen mal wieder raus. Das sieht mir ein bisschen anders aus als vorher, oder? Wo ist die Katze? Miet. Nicole Kidman? Nicht ganz. Miet. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Durch in verschiedene Stimmen lang. I try my very best. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich habe sehr wenig Waffenteile. Und 74 Gel. Ich speichere lieber nochmal vorher zwischen. Safety first. So, ich scheine jetzt mittlerweile auch die maximale Anzahl an Speicherpunkten erreicht zu haben. Oh, jetzt habe ich natürlich hierfür keine Munition mehr, ne? Ah, schade. Ah, das ist eine Puppe. Jetzt geht's wieder ins Religiöse rein, ne? Wo bin ich denn jetzt? Oh, 3 Schuss hierfür. 0 Flaschen, aber noch ein bisschen für die Schrotze. Das wollte ich gar nicht, aber hey. Nutzt man erstmal die krassen 3 Schuss, oder? Wo sind wir eigentlich hier? Ist das so ein Mausoleum? Gerüft? Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Das kennen wir wirklich, aber ich glaube nicht mit diesen Verschnörkelungen. Da sind nochmal so Serifen. Ja, das haben wir, das haben wir doch. Nee, war das? Doch, das war beim ersten Teil. Wo wir es doch auch gesehen haben, wo ich noch die ganze Zeit gesagt habe, das sieht nicht aus wie so ein normales Kreuz. Aber es wird trotzdem irgendwas Religiöses sein. Oder? Das meine ich war beim ersten Teil. Puh. Dann haben wir nochmal was. Oh, alles schön. Ist voll. Okay. Dann leg mir doch halt irgendwas anderes zum Äquivalenten hin. Irgendwas Pistol-Munition-mäßiges. Wäre super. Ein bisschen Fleisch. Okay, ich glaube, wir gehen einfach weiter, oder? Hallo! Willkommen zurück. Sie wollen Anton. Ich werde Ihnen helfen. Wer? Was war das? It's a good question, actually. Jetzt mal kurz hier weiter. Nehmen wir möglichst alles mit, Freunde. Everything. Oh, ernsthaft? Oh, so hindsight-technisch verbraucht man immer die falsche Munition, habe ich das Gefühl. Ne? Verbraucht man immer das falsche. Jetzt müssen wir noch eine Spritze. That's good. Okay, wenn wir jetzt gleich nochmal hier zurückkommen. Kümmern, ja. Vielleicht vorher nochmal ein paar. Schüsse verbrauchen.
Wäre bestimmt nicht verkehrt. Ist eine eiserne Jungfrau da hinten? Ach du Scheiße. Bei lebendigem Leib verbrannt. Ja. Ist nicht ganz so geil, würde ich sagen. Da hat irgendjemand Spaß, ne? Irgendjemand hat da hinten Spaß. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Nö, definitiv mittelalterlich. Nicht fast. Ist definitiv. Licht da sogar richtig mit. Das ist, glaube ich, so eine Streckbank, ne? Das hier hinten ist dann die, also eine Jungfrau. Ist das jetzt ein Lustschrei gewesen oder war es eher so ein bisschen so, aua, aua, mir tut irgendwas weh? Nein, war nicht nur ein Spaß. Das würde wahrscheinlich eher ein Lustschrei gewesen sein. Ich höre was. Moment! Moment. Na, ist hier jemand? Hallo! Will irgendjemand mal kurz einmal um die Ecke bringen? Wir gucken, glaube ich, zuerst mal unter der Treppe. Weil hier kommen wir ja weiter, dementsprechend weiß ich nicht, ja. Also jemanden, der jetzt nicht so gründlich ist wie wir und sich nochmal umschaut, weil das Blut führt ja sogar dahin, ne? Der würde das eventuell gar nicht mitbekommen. Wir schauen trotzdem jetzt mal hier lang. Oh, ein bisschen grünes Gel. Hey! Nochmal? Okay. Oh, tottreten! Tottreten! Das ist gar nicht mal so verkehrt. Tottreten ist eine super Sache. Nochmal eine Spritze. Komm ich hier weiter? Kann ich den nicht kaputt machen? Auch nicht. Ach, das ist zu und bleibt zu. Ja, ist okay. Ist okay. Ich gehe wieder zurück. Aber jetzt haben wir den luxuriösen Vorteil. Wir haben zweimal geschossen. Jetzt kann man zumindest wieder ein bisschen Munition holen. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, und dafür haben wir ein bisschen G bekommen und nochmal eine Spritze. Also ich würde sagen, war jetzt nicht gänzlich schlecht. Kommen wir mal ganz, ganz fix einmal zurück. Schneller, Sebastian. Schneller. Hier ist überall super viel Blut, ne? Das ist ein echt kranker Scheiß hier. Das ist ein echt kranker Scheiß. Nun. Wobei, hat man jetzt hier echt schon geguckt? Ich habe noch gar nicht geguckt, ne? Gott, das ist ein Thema gründlich, ne? Das zu dem Thema. Ich hoffe, hier steht keiner mehr auf. Und dann mal hier einmal durch. Warten. Und hier haben wir noch ein bisschen Pistol-Muni. Die nehme ich gerne mit. Richtig, richtig gerne. Dass er sich nicht verbrennt, ne? Und vor allem schweben die über dem Wasser? Und ich höre hier was. Irgendwas läuft hier. Mehr finde ich hier auch nicht mehr. Irgendwas ist hier gerade gelaufen. Ha. Tschüssikowski. Ich möchte leider keine Munition an dich verschwenden, mein Freund. Lass uns einfach stehen. Lass uns einfach stehen. Der wird schon irgendjemand anders finden zum Spielen. Kann ich hier was machen? Denn ich komme jetzt hier nicht weiter. Aber sieht bisher ganz gut aus. Man muss nicht jeden platt machen. Ja, auch ein Zombie hat das Recht auf ein bisschen längeres Leben. Just a little. Kommt der jetzt hinter mir her oder nicht? Was knarrt's da so? Dann wieder alles fleißig ein. Ich mache mal die Tür langsam auf und mal nicht mit dem Tritt.
Oh oh. Hier haben wir schon wieder so heftig weitläufig, ne? Das würde eigentlich auch schon wieder dafür sprechen, dass gleich wieder irgendwie so ein Boss-Typ kommt. Oder was denkt ihr? Kann ich irgendwas machen? Ich habe das Gefühl, dass die gleich aufgehen, dass die dann alle rauskommen und mir dann ans Leder wollen. Frage ist, ob wir die, vor allem, wir müssten da ja früher oder später reinkommen, da liegen noch Sachen. Also ich glaube, es wird definitiv hier noch aufgehen. Also wäre es in der Theorie klug, den so zu töten, oder? Kann ich den... Ich glaube, ich lasse den erstmal am Leben. Vielleicht kann ich einfach... außen rum oder sowas. Ich möchte nicht zu viel Munition. Oh no. Ernsthaft? Eine Kurbel? Puh, wobei, was sind das für Teile? Okay, für die hüterarmen Brust. Das heißt, hier können wir vielleicht einfach mal so platt machen. Mit dem ganz normalen Harpunenbolzen. Machen wir mal so. Let's try. So, halt jetzt mal ganz still, ja? Alter, willst du mich? Der will mich echt verarschen, ne? So muss das laufen. Kannst du nicht mehr, du... Warte mal. Ey! Nehmen. So. Perfekt. Mal kurz mal nachladen. Dann können wir hier die zwei Bolzen aufnehmen. Perfekt. Ja, man zwar trotzdem noch minus eins, aber. Die kann ich wohl benutzen. Ich hab gerade noch ein gutes Gefühl, Freunde. Kurbel wird verwendet, um etwas durch Kurbeln zu öffnen. Ach. Was es ist, musst du jedoch selbst herausfinden. Suppi. Ja, Suppi. Jetzt sind die alle offen? Es sind ja alle offen. Und jetzt stehen sie alle auf, ihr Pisser, ja? Vorhin alle super ruhig. Und jetzt wollen sie mal so ein bisschen Party machen, ja? Der macht schon mal keine Party mehr. Der ist ausgeladen. Hier läuft da hinten weiter. Dann war es ja doch ganz gut, dass wir die nochmal platt gemacht haben. Ah, shitty fuck. Ja, komm her, Freund. Ey, du Stinker! Naja, machen wir es halt so. Stinker. Stinker, sag ich dir. Richtiger Stinker bist du. Dem Frieden vertraue ich. Ja, ich wollte gerade sagen. Dem Frieden vertraue ich jetzt aber auch nicht, ja. Gut, dass der so lahmarschig ist. Stell dir vor, der hätte es schnell gemacht. Dann wäre es kacke. Na, ist nur noch ein Schuss. Ich glaube, den werden wir verkraften, oder? Vor allem, warum drehen die weiter? Ja. Auf war als auf geht doch nicht. Oh, hi. Du stehst echt nochmal auf? Ach, deswegen. Wow. Der macht einen auf Mann in der eisernen Maske. Aber dazu muss ich nur sagen, du bist leider nicht Leonardo DiCaprio. Alter! Fuck! Du kleiner Pisser, ey. Muss nochmal zurück. Den Einschuss holen wir jetzt trotzdem nochmal.
Den einen Schuss holen wir uns trotzdem nochmal. Das war jetzt schon wieder ein bisschen wasted, ja? Bisschen wasted. Naja. Naja. Gibt's irgendwas Cooles drin? Bisschen Pistol-Muni, ist auch nicht verkehrt. Komm her. Okay. Verbrannte Seite aus der Freiheit. Untertan 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen, sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt, für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was es auch immer ist, Leid kommt über alle, die sich dem widersetzen. Okay. Okay. Tasche verbessert. Armbrustbolzen. Sehr gut. Können wir jetzt 7 mitnehmen. Das ist sehr, sehr gut. Hört ihr hier noch irgendwo was? Ich stolper doch bestimmt noch irgendwo einer rum. Oh, hi. Adric 2 sogar. Richtig zielen. Dann triffst du auch. Moment, hier sind andere Zellen. Okay, der steht scheinbar nicht mehr auf. Ich wollte mich hier ganz schnell hin spurten und dem quasi kaputt treten. Brauche ich aber nicht. Aber das brauche ich. I need that. Alter! Ja, dritten kaputt! Mmh. Oh yeah. Geil. Geil, geil, geil. Das ist meine Kunst, Freunde. Das ist meine Kunst. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Es ist alles. Free Real Estate. Oh boy. So, warten jetzt noch nicht. Mal von hier kam ich doch, oder? Mal von hier kam ich. Jo, sieht ganz anders aus. Okay, das heißt, da sind die anderen Zellen. Richtig. Irgendwas muss ich ja noch aufdrehen. Something. Something. Ah, hier. Wow. Er hätte kaum offensichtlicher sein gekonnt. Komm, hau durch das Zeug. Hau durch. Kräftig. 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 Das machst du super. Wahrscheinlich kommen jetzt noch 20 Zombies auf mich zugelaufen. Lass dir ruhig Zeit. Ja. Und Weed K, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. So, was haben wir denn hier drin? Noch ein paar Zellen. Müsste mal kurz pinkeln. Könnt ihr mal kurz weggucken? Vielleicht auch nicht. Never mind, ich halte es einfach inne. Einfach innehalten. Grüße! Ah, da haben wir noch was. Moment. Ich kann mich kurz nochmal heilen. Ich glaube nicht, dass ich hier nochmal großartig hinkomme, deswegen. YOLO. YOLO, I'm driving. Also hier muss ich schon genau treffen, ansonsten könnte es echt zu einer Sauerei führen, ne? Könnte echt zu einer Sauerei führen. Mal schon gucken, nicht gleich hinter uns wieder einer auftaucht. So, auf hier ist wahrscheinlich auch noch einer in den Kisten. 100 pro. Der sitzt da fröhlich. Oder? Oh, Moment. Moment. Was haben wir denn hier freigelegt, Freunde? Aha.
What do we have here? Wow. Du, wo ist denn dein Kopf? Moment. Hallo? Hört mich jemand? Nein. Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Nein. Tu was immer Sie wollen, nur bitte. Okay. Now we're talking. Hallo? Okay, also wir wissen schon mal, sie macht definitiv was auch immer ich will. Gehen wir mal gucken. Ja, vielleicht kann sie ein bisschen sauber machen oder so. Ah. Er wird jetzt auch noch mir schnappen, oder? Komm. Oder auch nicht. Never mind. Ach. Wow. Dann ist sie aber schon hinüber. Ja. Nein, schau mal nicht mehr. Wir haben es doch jetzt verstanden. Hier kann ich nicht mal durch. Ich will raus. I want to leave. Kurzer Wortwitz. Was ist das für ein Scheiß? Versteht ihr, weil ich denke, dass das neben dem Klo vielleicht Fäkalien sein könnten? Never mind. So, wir gehen wieder weiter. Oh, guck mal. Können wir nicht mal aufmachen, ne? Not even that. Hier ist dunkel. In der Tiefe finden Sie, wonach Sie suchen. Nur durch den Fall können Sie sich erheben. Soll ich jetzt da lieber runterspringen, sagst du? Was geht hier vor? Wahrscheinlich fliege ich jetzt gleich hier runter. Die Treppe verschwindet einfach. Die Leiter verschwindet einfach und ich fliege runter. Oh ja, come on! MC Nostradamus, Bitches. Sorry. Oh boy. Sie haben alles verloren. Ihr Versagen führte zur Untätigkeit und dann zur Verzweiflung. Und die Verzweiflung zur Selbstzerstörung. Was ist denn das? Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Erinnerung ihrer Qual. Geht es zu Winkelgasse? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Freunde. Es geht zu Winkelgasse. Ich kaufe jetzt mein Zauberer-Equipment, dann bin ich ab. Ab Richtung Hogwarts. Let's go. Aber das sieht irgendwie nicht ganz so aus wie die Winkelgasse. Okay. Gehen wir hin. Ist das Lily?
Der ist groß. Hellrider. Yo. Komm mal her. Du hast was im Gesicht. Oh, shit, shit, shit. Du hast auch was im Gesicht. Oh ja. Komm her. Oh, da kannst du ja sehr viel entzünden. Was ist der denn? Ja, cool. Geht gleich die Messe los. Wow. Brauche ich mich noch nicht mal zu heilen, ne? Weil ich zu krass war. Gut, mit der Schrotze. Gebe ich zu, ist es jetzt auch nicht so schwer gewesen. Ja, muss ich jetzt mal so sagen. Stefano hat sich hier widersetzt. War mir ein Dorn im Auge. Und sie haben ihn entfernt. Dafür werden sie belohnt. Bisschen Schrotmunition wäre super. Stefano. Die kannten sich. Haben wir sonst noch irgendwas? Nicht, dass ich gleich hier nicht mehr reinkomme. Weil ich gehe stark davon aus, dass ich hier definitiv nicht mehr reinkomme. Wollen wir es jetzt für das Stückchen dann nochmal heilen? Das ist auch irgendwie... Also in der Theorie können wir es so machen, weil hier kommen wir definitiv nicht mehr hin. Ah, das fetzt, wow. Oh, hier haben wir, oh, guck mal, da haben wir auch noch was. Das hätte ich euch jetzt nicht gesehen, wenn ich nicht mal zurückgekommen wäre. Mr. Bescheid. Aber das mit dem Heilen, das war jetzt... Naja. Naja. Sprechen wir nicht drüber. Aha. Kommt jetzt der Boss-Battle oder was? Das ist ein großer Raum. Könnte Boss-Battle sein, ne? Für keine Munition mehr. Ich glaube, ich gehe mal kurz einmal durch den Spiegel. Bisschen Munition für die für Scharfschützengewehr. Damit gleich der Bossfight übelst lame und langweilig wird, weil wir einfach den Boss super, super schnell erlegen. Ja, something like that, maybe. Aber hier, jetzt kann ich nicht machen, ne? Kostet 960. Yo! Ist okay. Ist okay. Was kostet das? 400. Ja, gut. Kriege ich auch nicht hin. Der Rest ist, glaube ich, also ein bisschen relativ. Ultra viel kostet das, ne? Okay. Es lohnt sich, Freunde. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. So, habe ich noch genug zum... wobei, wir haben auch einen Schlüssel, ne? We do have a key. Ich bin noch immer auf dem Stuhl. Bisschen nachsitzen. Bei der sexy Krankenschwester. Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, likewise. So. Bin ich jetzt hier? Okay. Machen wir hier mal auf. Ja, gut. Ist jetzt nicht meine First Choice. Ist auch schon voll. Aber Battle. Then nothing. Es ist nicht schönes? Falsch, vorsichtig zu sein. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Bisschen schnellere Ausdauer, Regeneration. Fände ich gar nicht mehr so verkehrt, weil das ist, glaube ich, das, was tatsächlich wirklich langsamer ist als bei dem Vorgängerteil. Bei dem Vorgängerteil... Hat sich schnell regeneriert, aber es war halt nur 3 Sekunden anfänglich. Jetzt haben wir relativ viel, aber es regeneriert sich einfach super lahmarsch. Deswegen nehmen wir das hier. Brauche ich noch 12.000, haben wir 170. Ich bin dann nochmal 40% obendrauf. Vielleicht nicht verkehrt. Ja. Maybe a good and wise choice.
So, jetzt einmal kurz zwischenspeichern. Dem in den Spiegel umgehangen, ne? Bischer, sag ich euch. Nochmal wieder hier oben zwischenspeichern. Kapitel 9. Immer noch. Still. Was glaubt ihr? Kommt jetzt der übelste Bossfight? Oder eher nicht so? Gucken. Wir gucken jetzt mal. Jetzt können wir im Notfall sterben. Dim, dim, dü, dü. Dim, dim. Dü, dü, dim, dim. Was hältst du denn da? Willst du mir ein bisschen Fleisch offerieren? Und das noch eine Hand? Ich habe gehört, Ethan Winters sucht noch eine Hand. Never mind. Never mind. Okay, wir gehen hier mal nach oben. Ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. Okay. Now you know. Oh, haben wir noch die Kurbel? Ah ne, ich glaube, die sind einfach so. Die kann man einfach so drehen, glaube ich. Wow, Chris. Wow. Beruhigen Sie sich. Oh, ist das ein Rätsel? Ah, warte mal. Muss da irgendwas langgeführt werden, eventuell? Das ist das Mittelteil. Dann musst du wahrscheinlich eher das schmale Ende rüber, oder? Ich will mal schmale Ende. Wenn das so überhaupt richtig ist, vorausgesetzt. Komm mal. Das gedreht. Also für das sieht es gerade nicht passend aus. Ich glaube tatsächlich, wir müssen das alles noch einmal drehen. Wobei, warte mal, das muss da unten wahrscheinlich abfließen. Das muss da abfließen und dann wahrscheinlich das andere da füllen. Das war das Erste. Müssen wir das vielleicht auch schon drehen. Oder warte mal, das muss ich komplett drehen. Nein, nein! Let it be. Das war's groß. Nee, das war. Hä? Wir haben übersprungen gehabt. So, hier. Den müssen wir vielleicht einmal drehen. Weil es jetzt auch irgendwie komisch ist, oder? Warte mal. Sieht zumindest so richtig aus. Ob das auch letztendlich so richtig ist. Warum blinken jetzt beide? Ah, es hat schon mal eingerastet. So scheint es wohl auch nicht verkehrt zu sein. Aber das Thema ist, wenn das sich schon dreht. Und das dreht sich nicht mit dem anderen zusammen? Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Also der erste Teil sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Muss ich jetzt noch irgendwas aktivieren vielleicht? Oder würde ich das im Normalfall dann alleine aktivieren? Wir gehen mal jetzt einmal runter zum Gucken. Wir gehen mal ganz kurz einmal runter zum Gucken. Ich kann mit Q schneller da runter? Okay, das sieht schon mal gut aus. Das hier allerdings nicht. Das heißt, das andere wird wahrscheinlich hier wirklich runtergemusst. Wobei das auch schon wieder gut ausschaut. Das heißt, ich muss das jetzt hier nochmal drehen. Wobei, wenn ich das hier drehe, wird sich das wahrscheinlich nochmal mitdrehen. Das hat sie ja gerade auch mitgedreht. Wir schauen mal. Also ich muss definitiv das eine, muss ich nochmal... Warte mal, von da kam ich, ne? Ja, müsste. Gut, dann gehen wir nochmal da hoch. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
dass ich immer so zielen muss, wenn er mal irgendeine Leiter hochklettern muss. Ne? Oh nein, ich möchte nicht. Ich will mir nicht meine frisch manikürten Fingernägel ja, abbrechen. Whatever. So, das noch einmal drehen. Wobei, das kann ich jetzt allein drehen, ne? Ich meine, das ist Gott sei Dank ganz gut, ja? Jetzt müssen wir echt nochmal überlegen, aber so... Sollte es in der Theorie dann richtig sein. Yeah. Cool, 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 Freunde. I think we did a pretty good job so far. Alohomora. 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 Sesam, öffne dich. Irgendwas? Mach auf den Shit. Okay, mach auf den Shit, war's dann. Achso, wir sind schon wieder. Wir sind schon wieder frei. Ja, sehr schön. Hat doch wunderbar funktioniert. So, kann ich jetzt auch nochmal runterrutschen? Geht wesentlich schneller. Runterrutschen, Freunde, geht wesentlich schneller. Das ist rote Betesaft und kein Blut. Also rede ich mir jetzt ein. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es sieht nicht aus wie rote Bete. Aber ja, könnte wahrscheinlich auch rote Betesaft sein. Ja, vielleicht auch Kirschsaft. Who knows? Who knows? Ja. Vielleicht so einfach Wein. Everything is possible. Oh, hier sieht's aber mal richtig geil aus. Schön mit Feuer, ein bisschen rumpfanzen. Eine rote Beere hier. Ja, runterklettern. Jetzt kommt ein Boss-Battle. Ich wusste doch. Da liegen schon ganz viele. Sebastian Castellanos. Endlich sind sie da. Ich habe auf sie gewartet. Wer zur Hölle sind sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, sie werden mich auch so nennen. Mein Freund. Ivan Diamond. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die sie selbst erschaffen. Nehmen sie die Waffe runter. Benutzen sie statt ihrer Fäuste doch einmal ihren Verstand. Sie haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind Sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Ja, sag mal die Follow. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher,
sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Ob da ein OB reicht? Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Vielleicht. Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Apropos Munition. Das war eine echt schlechte Nachricht. Wir können später reden. Konzentrier dich auf Überleben. Ich glaube, die macht das schon, oder? Du machst das. Du machst das. Ich vertraue da voll und ganz auf dich. Wie heißt die? Ach, Frau. Guck mal, die hat das voll im Griff. Frauenpower. Frauenpower, sag ich dir. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Ja, war halt krass. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Die macht das. Die ist krass drauf, ist die. Ey, yo, hier ist Party. Ja, so macht man das. Das so killt man krass. Oh, sind das Zombies? Ja, Freunde, warum seid ihr noch im Leben? Ist die tot? Oh, die ist noch nicht tot. Heile, heile Gänschen. Es wird schon wieder gut. Ja, ist okay. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr. Okay, dann bück dich halt. Hi. Die Hinterseite, also so schnell. Hat mir jetzt noch keine Angebot. Oh shit, noch keine Angebot. Ernsthaft? Ein Kopfschuss verbraucht weniger Munition? Jetzt gib mir mal nicht so krasse Informationen. Die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Hast du genug Munition? Naja, mittlerweile geht's nicht klar. Oh boy. Oh boy, lass mich in Ruhe. Und du machst das. I believe in you. Oh, so hoch. Halt doch mal still, dann kann ich die besser platt machen. Danke, du aber auch. Yeah. Ich loot dann schon mal. Und nun? Kann ich die nochmal heilen? Kann ich aber nur heilen, wenn die einmal tot ist. Oder fast tot. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße! Vorsicht! Oh nein, schon wieder so ein Arschgesicht! Was sind das für Dinger? Egal, töte sie einfach! Kann ich da gar nicht drauf? Ich kann gar nicht drauf verlangen. Schade. Ich glaube, das sind die letzten. Ja, geil. Haben wir gut gemacht. So. Und sonst so? Los, wir schaut echt weiter. Nicht schlecht aus, oder? Hier lang. Die Munition mitnehmen. Alles schön mitnehmen. Oh, noch ein bisschen Schrotmunition. Das nehme ich auch gerne mit. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß.
Okay. Woher? Der Name spricht sieht sich aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Unterschlupf in Hosse? Oder was meint ihr jetzt genau? Aber jetzt war jetzt nichts mehr, ne? Ich glaube, wir haben alles leer gemacht. Zumindest mal das, was wir mitnehmen konnten. Traurig, aber wahr. Wir müssen die Spritzen leider liegen lassen, Freunde. Aber hier ist noch was. Let's fetch. I'm ready. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du. Wie will dich? Also. Moment. Ja. Warte. Was für ein Plan? Ist das nicht nachvollziehbar? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Ich will hier nochmal kurz hinten gucken, ob wir vielleicht hier noch irgendwo eine Statue haben. Aber sieht gerade mal nicht danach aus. Weil würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn die hier noch so eine Statue verstecken würden. Einen Baum eventuell. Also ein bisschen Ostereier suchen mäßig. Und einfach mal so im hohen Dickicht? Wahrscheinlich eher nicht. Aber hey, zumindest finden wir ein bisschen Schrotmunition. Da bin ich ja schon mal sehr zufrieden. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist die? Ich will das da mit. Ich will noch nicht klettern. Ich will das hier mitnehmen. Boah. Okay. Das ist auch so ein Osterei. Maybe even that. Maybe even that. Ich habe nach vorne. Dachte, da hat noch was geleuchtet, aber dem war leider nicht so. Ha. Ah. Die kommen wahrscheinlich auch nicht durch, ne? Wo ist die? Ach, da ist die. Rennst einfach vor, ne? Mir hätte hinten was passieren können. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte. Ich glaube, ich kenne einen anderen Weg schon. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Mach mal frei. Ja? Du machst das. Du machst das. Du findest bestimmt da einen Weg durch. Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Okay. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, um das auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Morbius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. War doch nicht so zickig. Meinst du jetzt sie oder meinst du jetzt mich? Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erstmal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Unfreundliches Fräulein, ja. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich.
Ja, ja, alles okay. Wo hat er sie jetzt gehabt? Hey, willst du mich hier zurücklassen? Ja, tschüss, war schön. Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Ich bin alt, bei mir hängt schon genug. Du bist jetzt Teil des Plans. Okay. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Das klappt. Ja, die ist stark, ist die. Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Warum laufe ich hier so lahmarschig? Lara Croft für Arme oder was? Was ist für Arme? So schlecht macht die ihre Sache bisher nicht. Oh nein. Oder? Jetzt könnte eigentlich hier wieder irgendwo eine Statue rumstehen eventuell. Weil jeder normale Spieler würde jetzt sagen so, oh, da hinten ist irgendwas in die Luft gegangen und sie rennt da schon dahin. Und dementsprechend wird man hier jetzt nicht mehr so gründlich sein. Und genau das machen wir jetzt. Gründlich sein. Glaube ich. Aber da kommen wir nicht mal hoch. Da war nichts. Ja gut, das zum Thema gründlich sein. Warum ist hier ein Busch? Warum? Da komme ich noch nicht mal durch. Okay. Okay, alles cool. Alle Duty. Alle Duty. So, was hast du jetzt da gesehen? Hey du. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Scheiße Probleme. Scheiß Probleme. Probleme mit Scheiße. Was genau Schnell, meinst du? Mir nach. Boah, die ist aber echt sportlich, ne? Okay. Okay. So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Also ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay, wir kommen direkt zu uns, hör ne? zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Nemesis ist sein Bruder oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Großen Bogen um die machen, wenn die brennen. Also jetzt. Ich hab mich noch nicht gesehen, das ist gut. Oh, Horniten. Warte mal, das ist Explosiv. Ne, das ist Dingens. Fuck it, ich gehe weiter. Oh boy. Das war jetzt Masterclass war das. Wir müssten noch in der Theorie einfach durchlaufen können, oder nicht? YOLO! Na ja, gut. Klappt vielleicht jetzt nicht so einwandfrei.
Ich laufe einfach weiter. Oh, guck mal hier. Alter, was macht der? Ich glaube, jetzt einfach durch. Oder auch nicht. Oh shit, die muss natürlich noch mitkommen, ne? Autsch. Oh yeah! That was good. So. Oh. Autsch. Mal kannst du mal. Du hast doch hier das Maschinengewehr. Ich nutze ja. Machst du mir einfach an, ne? Ja, keinen Bock mal mit drauf zu ballern, ne? Ah ja! Kann ich ihn noch looten? Okay, hast mich überzeugt. Lass gehen. Lass. Oh, shitty fuck. Hast du auf? Machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Peace. Ich bin der John Rambo. Wir haben bisher beide überlebt. Ich hoffe, die hat irgendwo eine Kaffeemaschine da rumstehen, weil ich wollte jetzt ehrlich gesagt nichts nutzen, großartig. Ne? Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal. Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Ich weiß, was du auf jeden Fall definitiv scharf machst. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Echse. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Oh, danke schön. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72.
Gut, ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Haus erst nochmal ein Stückchen Kaffee. Viel Glück, Sebastian. Oh yeah. Das tat gut. Neu verbunden. Kapitel 11. Grüße gehen raus an Nicole Kidman. Wieso? Wolltest du einen neuen Tom Cruise machen oder was? Was haben wir denn hier Schönes? Springbolzen? Ah, Kältebolzen. Dieser Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in tausend Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Okay. What do we have here? Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Miras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily herauszuholen. Hallo? Jetzt. Was wollen wir jetzt? Ach so. Nee. Hä? Wo wollen wir jetzt? Hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen. Komme, was wolle. Warum geht das mit dem Scroll immer so doof? Jetzt so. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Was hast du denn getan? Was hast du getan? Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lily zurück in den Stem und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Awesome. Kidman soll das ausgeheckt haben. Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lily in den Stem kam. Es sieht ihr nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stem gebaut haben? Wir brauchen Stem, um das Signal zu senden, das Mobius erledigt. Als Lily als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Das mit der Strähne soll einfach nur keck wirken. Ja, die ist keck drauf, ist die. Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stem zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Verdammt, ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja, ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde, bis sie einem in den Rücken fallen. Er ist Triple Keck. Triple Keck. Nee, Quatsch. Doch. Keck. Bin auch gleich mal Keck drauf. Oh Gott. Triple Keck. Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch. Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht.
Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen. Nur war da kein Mädchen, sondern du, als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Och, bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stem war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Wahrscheinlich hat der Sebastian einfach wie ein Mädchen geschrien. Jetzt will er es auf seine Tochter schieben. Es war bestimmt Lilly. War bestimmt Lilly. Ich schrei immer super männlich. Oh! Ja, something like that. So, Kaffee haben wir schon getrunken. Jetzt müssen wir blub, 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 da. Nochmal speichern. So. So, dann sind wir schon bei Kapitel 11, Freunde. Neu verbunden. Aber